Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Die Höllenfeuerprobe, Ruin der Scherbenwelt, Solo-Abenteuer. Hier ist wieder euer Nerozoot und wir machen weiter mit dem nächsten Boss in der Schlacht. Wir haben schon ein paar Dämonen besiegt, mal gucken. Nein! Meine Freundin, die uns zum Tempel gebracht! Badu, was haben sie mit euch nur gemacht? Bardo Prime, Arana tritt ihrer Freundin entgegen, neu zusammengebaut und erfüllt mit der Bosheit der Legion. Jetzt verstehe ich das erst. Diese ganzen Prime-Geschichten, das sind Einheiten der Rostlegion. Und offenbar, sie wurde halt auch neu zusammengebaut. Vom Rost verderbt. Passive Heldenfähigkeit. Nachdem ihr einen Diener ausgespielt habt, erhält er Verstohlenheit oder giftig. Schauen wir mal. Arana gegen Badu Prime. Meine Freundin kehrt wieder, die uns verließ. Doch des Feindes Macht durch ihre Adern nun fließt. Streckt die Waffen. Hört des Meisters Ruf schallen. Mechanisch wird diese ganze Welt fallen. Tja, das ist abgehauen und das hat Sitz davon. Klingt zwar hart, aber manchmal ist das hart, ne? Geistersicht. Ausstoß. Ah, schade, ein paar neue Anführer. Ich dachte, man kriegt noch mehr, aber jetzt haben wir unsere drei Kollegen. Und das war's. Sieh so? Königsbann, okay. Ja. Dann will ich erstmal das wegkriegen. Gefangene Antan. In den Schatten Zug von Illidan und seinen Schatten nicht. Getrieben. Spielen wir erstmal die Karte hier, weil wir immer haben. Akama kennt keinen Meister. Wir verstecken nicht, was wir sind, aber wir verstecken uns vor Leuten wie euch. Alles klar. Das ist nicht so cool. Wir könnten einmal so machen. So. Jetzt sind sie da. Jetzt nicht mehr. Metamorphose kann man spielen, okay. Aber ich kann auch einfach die spielen. Müsst keine Karte ziehen. Zwei Angriffe zu kriegen. Sparen wir das eigentlich? Dauerhaft verstohlen. Ah, das ist ganz schön viel Schaden. So, jetzt könnte ich es aber spielen. Jetzt wollte ich nämlich sagen, er greift an. Er macht so. Außenseiter. Sechs Schaden. Den noch aus. Okay. Zurück in die Schatten. Was habt ihr denn da?
Das finde ich alles nicht so optimal. Muss ich sagen, spielen wir es mal den aus. Ihr werdet es bereuen, mich eingekerkert zu haben. Schmutzige Tricks. Ganz schön viel Schaden, wo kriegen wir das Leben her? Oh oh. Oh oh. Die macht ganz schön viel Druck. Wo kriege ich denn jetzt Leben her? Logo. Gibt es hier einen Bot? Zieh zwei Karten. Immun. Was will ich denn machen? Ich kann ja nichts machen. Das war's doch, was soll ich hier machen? Das ist doch egal. Verzagt. Neu starten, hier. Das lief ja mal wieder gar nicht. Arana gegen Badu Prime! Meine Freundin kehrt wieder, die uns verließ. Doch des Feindes Macht durch ihre Adern nun fließt. Streck die Waffen! Hör des Meisters Ruhe schallen. Mechanisch wird diese ganze Welt fallen. Wir müssen mal die wieder wegkriegen. Geistersicht haben wir dann. Das ist nicht so top. Okay. Karte haben wir gezogen. Oh, jetzt ist der nächste hier weg. Das ist doch nicht. Stopp. Sind Sie da? Jetzt nicht mehr. Nicht euer Ernst. Muss man hier durchrotieren. Kümmert euch um sie. Wir haben nur die besten Mörder. Au. 3 zufälligen Feinden. Das Böse kann sich nicht verstecken. Keine Gnade. So. Wir verstecken nicht, was wir sind, aber wir verstecken uns vor Leuten wie euch. Okay. Schön. Rache! Einmal bitte weg. So. Kümmert euch um sie. Akama kennt keinen Meister. Zurück in die Schatten. Das ist bitter. Aber bei 3 Feinden bietet es sich an, den zu spielen. Ihn zu spielen. Also die Reihenfolge wäre jetzt gar nicht so wild gewesen, aber so zu machen. Und dann haben wir gerade einen Angriff, dann greifen wir mal Face an. Okay. Würde ich sagen.
Machen wir den hier erstmal. Die Schwachen werden ausgemerzt. Passt gerade so gut. In den Schatten. Zug von Illidan und seinen Bestien in die Schatten getrieben. Was habt ihr denn da? Oh, und der will nicht angreifen. Muss ich sagen, dann legen wir hier mal nach. Meine Klingen werden singen. Gemeinsam noch. Ja! Zeigt mir euren Zorn. Oh ja. Ein Gift machen wir mal weg. So, und dann muss hier was einfallen. Jetzt aber. Die ganze Ewigkeit für meine Rache. Neuer Glitzer! Ja, jetzt finde ich, jetzt haben wir eine ganz schön solide Aufstellung. Was ich nur noch nicht so richtig das weiß, Böse ist. Kann sich nicht verstecken. Keine Gnade! Wie mache ich das hiermit? Gemeinsam noch besser! Die Rostlegion zu ihrem Schöpfer hält! Jaraxxus, Brecher der Scherbenwelt! Kämpf, Badu! Wir können gewinnen! Wir stellen uns, Jaraxxus! Ihr müsst hier verschwinden! Okay. Ah, ist leider kein Außenseiter mehr. Very schade. Teufelsmacht und Nether. Das finde ich gut. Teufelsmacht und Nether. Oh. Hauen wir raus. Schnitt 2, 3. Ich weiß das jetzt schon. Ein Lebenspunkt, ist nicht euer Ernst. Was habt ihr denn da? Aber es reicht. Ah du. Das sieht nicht so gut aus. Bleibt bei mir. Das ist nicht das Ende hier. Die anderen wie ich, auch sie sind in Ketten. Es darf nicht so enden. Ihr könnt sie noch retten. Okay, wer ist denn noch in Ketten? Deine Kollegen sind ja noch da. Das ist er schon. Genug getrauert. Unsere Zeit ist hier. Jaraxxus wartet. Kommt, folgt mir. Doch es ist noch nicht das letzte Kapitel. Hass und Teufelsmacht. Passive Heldenfähigkeit erhöht am Ende eures Zuges die Macht eurer Reaktoren. Okay. Dr. Booms gescheitertes Experiment ist diese, ist die Quelle all dieser Verwüstung. Ein gescheitertes Experiment von Mac Jaraxxus. Gegen Mecha Jaraxxus! Jaraxxus! Ihr steckt hinter alledem! Dämonenjäger! Eure Zeit ist um! Kommt! Stellt euch mir! Auslöschung! Oh Mann. Okay, brauchen wir alles nicht. Überzeugt mich nicht. Ich weiß nicht, ob sich unser Deck mal ein bisschen ändert. Gefühlt ja schon. Wir haben jetzt gar nicht mehr diese Seelen. Aha. Wenn wir Jaraxxus besiegen, sind alle Monster, die er erschaffen hat, wieder frei. Wenn Jaraxxus fällt, findet die Scherbenwelt Frieden. Retten wir unsere Heimat! Okay. Teufelsreaktor, Zauberstab plus 1, Todesröcheln wird 3 Züge lang inaktiv. Ich kann es schaffen. Und Hassreaktor, dann bekommen die plus 1 plus 1. Hier sind so ein paar Support-Dinger. Die Macht heißt, werden dann wiederbelebt. Teufelsmacht und Nether.
Dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Durch Zauber, ah. Ich werde euch euren Hochmut austreiben. Reiß diesen mechanischen Narren in Stücke, Arana. Das passt gut. Gemeinsam noch besser. Feuer aus allen Rohren! Auf alles, was sich bewegt! Ihr wagt es, euch ihnen anzuschließen? Das sind Dämonen! Oh oh, war nicht klug. Grenzenlose Macht! So viel Hass! Ich erledige das selbst! Der Hass ist überwältigend! Chill mal ein bisschen, was ist mit ihm los? Holt ihn weg. Okay. Ach so. Und je länger das stehen bleibt, desto stärker wird das auch. Welch überwältigende Macht! Na? Ja. Alles klar. Das wollen wir natürlich nicht. Was schaut ihr so? Euer Gegner bin ich! Will ich das noch nicht spielen? Lieber die drei Schaden. Ja. Gibt mich das so. Ihr könnt uns nicht aufhalten! Aua. Doppelt so viel Schaden. Also 4. Dann ist der aber tot. Rache! Nicht euer Ernst. So. Wollen wir das haben? Das haben. Ja. Ich bin jetzt nur noch tödlicher. Was der alles hat, ist ja der Wahnsinn. Und jetzt? Hab ich irgendwie an, oder was? Den da. Das auszuspielen. Oh, das ist doch schon wieder ziemlich Mist. So. Unsere Feinde werden fallen. So. Und er heilt sich auch noch. Komm, ich spiel irgendein Mist aus. 12 Schaden, oh Gott. Ja, genau! Nicht euer Ernst. Ja, ich würde sagen, das war's. Probieren wir nochmal. Arana gegen Mecha Jaraxus! Jaraxus! Ihr steckt hinter alledem! Dämonenjäger! Eure Zeit ist um! Kommt! Stellt euch mir! Auslöschung! Muss man sich jedes Mal die Sprüche anhören? Ich hoffe nicht. Ah, was spiele ich hier? Mieterwandlerin finde ich okay. Kein Sonnenzorn.
Wenn wir Jaraxus besiegen, sind alle Monster, die er erschaffen hat, wieder frei. Wenn Jaraxus fällt, findet die Scherbenwelt Frieden. Ja. Retten wir unsere Heimat! Wahrscheinlich, dass ich hier alle mit Außenseiter nicht spielen kann. 6 Schaden, der zufällig auf andere Diener verteilt wird. Nur wie Dino schlechter oder was? Vielleicht den Portalhüter, der passt hier besser rein in unsere Rotation. Ich werde euch euren Hochmut austreiben. Reiß diesen mechanischen Narren in Stücke, Arana. Reißt ihr in den Stücke, was soll ich denn machen? Karte 10 kommt. Innerer Dämon. So viel Hass. Tja. So viel Teufelsmacht. Ist leicht. Oh, das ist ja leicht nervig. Ihr wagt es, euch ihnen anzuschließen? Das sind Dämonenjäger! Tja. Die Messerfaust kennt keine Monster. Was der so hat, ist leicht problematisch. Könnte ich sagen. Mach den Eck. Kann auch sagen, so. Vielleicht. So nervig. So. Das war noch nicht alles. Bei den anderen können wir 4 Schaden nächste Runde machen. Diese Welt birgt so viel ungenutzte Macht. Kann Retard Prime. Achso, gegen den wir gespielt haben. Der wurde ins Deck gemischt. Okay. Oh, wir greifen mit dem an. Mein Zorn ist mein Schild! Machen wir mit dem hier. Greifen auch mit einem an. Und zwar den hier. So, immer noch Bord. Das hingegen ist nicht so cool. Seht ihr, was getan werden muss? Ja. So. So. Unhold! Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Was hat der? Der hat Ansturm. Ach. Muss das sein? Versteckt euch nur hinter euren Dienern. Ich finde euch trotzdem. Gefunden! Naja, ich will noch nicht so viel. Genau. Mechanisiert! Getrieben von Hass? Dieses Ding klingt genau wie Illidan. Wieso krieg ich das immer ab? Friere ihn doch mal ein hier. Na, das ist doch nicht euer Ernst. Grenzenlose Macht! Feindliche Ziele bevorzugt, ja, okay. Okay. Das erklärt's. Zum Glück kein Gegenzauber.
kostet alles weniger. Sehr schön. Das heißt, wir spielen den. Kann man nicht brechen. Wir spielen den. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das Böse kann sich nicht verstecken. Keine Gnade! Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich hier einen neuen kassieren, oder was? Nicht aufhalten. Oh. Aber mich stört zum Glück der Spotte nicht. Das heißt, ich kann schön den hier machen. Kannst schön so machen. Eine Karte ziehen. Und schön Leben bekommen. Hätte ich dann traden müssen. Schade. Innerer Dämon. Wir müssen ganz ruhig und konzentriert bleiben. Denn wir haben innere Dämonen. Er kann auch Eisblock haben. Das ist das Problem. Er kann Eisblock haben. Okay. Er hat vielleicht Eisblock. Also machen wir Folgendes. Das ist ein Pilz. Soll das ein Witz sein? So. Und er hat Eisblock. Nicht euer Ernst. Alles klar, wir wollen keinen Neuner draußen haben. Also kommt der weg. Verdammt, der hätte weg müssen. Weggemusst. So, innerer Dämon. Wir müssen nur hoffen, dass hier unser Kane überlebt. Und tut da. Und damit haben wir es geschafft, richtig? Oh, jetzt wird der Kampf interessant. Ein ausgezeichnetes Manöver. Dr. Boom hat mich nicht für Geplauder programmiert. Nur für Auslöschung. Dr. Boom hat ihn programmiert. Interessant. Auslöschung. Der Sieg ist unser. Der Kampf gewonnen. Nun seine Diener. Lasst keinen entkommen! Doch was von der Legion verbleibt, sind Opfer voller Schmerz und Leid. Sie alle sind Monster. Lass mich in Ruhe. Dies Land werde ich säubern. Das lasse ich nicht zu! Und es deutet sich schon an, wer der finale Boss sein wird. Doch, ich will es nicht verraten, ihr kommt bestimmt selber drauf. Shando, warum könnt ihr die Wahrheit nicht sehen? Ihr wollt mir also im Wege stehen? Euer Hass macht euch blind. So hört doch auf mich. Dann zieht eure Klingen. Euer Feind bin nun ich. Und die allerletzte Prüfung gegen Illidan. Seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet ein. Wenn es heißt, die Höllenfeuerprobe nimmt ihr Ende. Und Arana stellt sich Illidan. Macht's gut, euer Nerosot.